Servus, Freunde des Ballsports. Der FC Bayern München hatte ja am Samstag seine große Jahreshauptversammlung. Da hat natürlich auch Vorstandsboss Oliver Kahn das letzte Jahr Revue passieren lassen und natürlich auch über die ganzen Abgänge aus dem letzten Transferfenster gesprochen. Während er dafür Robert Lewandowskis Wechsel zum FC Barcelona irgendwo noch Verständnis zeigen konnte, schoss der 53-Jährige heftig gegen Niklas Süle. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Vorab, wie immer die Info, lasst mir gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ja, dass der FC Bayern München und Borussia Dortmund, die ewigen Rivalen um die Meisterschaft, oftmals sich gegenseitig so ein bisschen sticheln, kann man sagen, das ist ja nichts Neues. Und auch, dass es immer mal wieder Spieler gibt, die den Weg von Borussia Dortmund zum FC Bayern München gehen, auch das ist nichts Neues. Andersrum sieht man das eher selten. Nicht zuletzt hat das Niklas Süle gemacht, er ist nämlich vom FC Bayern München, vom absoluten Stammspieler, damals zu Borussia Dortmund gewechselt. Seither muss man sagen, läuft es noch nicht so richtig ganz für Süle, so richtiger absoluter Stammspieler ist er noch nicht und auch Borussia Dortmund aktuell nur auf dem 8. Platz. Vorher hatte Süle noch den Meisterschaftskampf dem FC Bayern München angesagt, aber so sieht es aktuell eben nichts aus. Süle gewann damals mit dem FC Bayern München in 5 Jahren 14 Titel und stand natürlich dann bei seinem Wechsel als gestandener Profi beim FC Bayern München da und unterschrieb dann eben bei Borussia Dortmund, wechselte eben ablösefrei zum bayerischen Dauerrivalen und der hat diesen Wechsel natürlich auch so ein bisschen verkündet, auch als Stich gegenüber dem FC Bayern München. Und jetzt ließ sich eben Oliver Kahn auch sich nehmen, da nochmal so ein bisschen, ja ich sage mal, eine kleine Spitze gegen Süle zu bringen. Denn er sagte, während Niklas Süle jetzt aus unerfindlichen Gründen für Borussia Dortmund spielt, ist Corentin Tolisso zurückgekehrt zu seinem Heimatverein Lyon. Und das sind natürlich erstmal schon ganz schön stichhaltige Worte. Wenn man dann so sagt, aus unerfindlichen Gründen, Niklas Süle hat ja immer wieder diesen Punkt genannt, dass er nicht richtig respektiert wird, dass er eher so ein bisschen die Wertschätzung vermisst. Und jetzt unerfindliche Gründe zu sagen, das ist auf jeden Fall eine Spitze. Dennoch gab sich der 53-jährige Oliver Kahn dann eben auch persönlich. Er sagte, beide haben einen tollen Beitrag geleistet. Wir wünschen ihnen alles Gute bei ihren neuen Clubs. Ob das bei Niklas Süle so ganz ernst gemeint ist, ist natürlich mal die Frage. Klar, persönlich, Niklas Süle wünscht mir jetzt nichts Schlechtes, keine Verletzung oder irgendwas. Aber das Beste mit ihren Clubs auf jeden Fall nicht. Denn das Beste wäre dann die Meisterschaft. Und das wünscht man Borussia Dortmund aus Sicht des FC Bayern München natürlich nicht. Auf jeden Fall lustig, wie er hier ja Niklas Süle so ein bisschen neckt oder gegen ihn stichelt. Und ich bin mal gespannt, ob es da nochmal eine Rückantwort von Niklas Süle direkt oder möglicherweise auch von den Verantwortlichen von Borussia Dortmund geben wird. Ja, eure Meinung gerne in den Kommentaren. Bis dahin, Leute. Ciao.